Ja, hallo liebe Hörer, wir haben eine neue Folge und haben uns ein ganz spannendes Thema ausgedacht dieses Mal. Wir wollen mal simulieren, was es eigentlich bedeutet, eine Bank zu sein. Vielleicht kann man sich das dann vorstellen, und zwar vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade vor einigen Wochen gehört haben, dass zum Beispiel die Sparkassen in den Kryptobereich einsteigen möchten und die Volksbanken gleich mit, und andere Banken haben da auch schon Ankündigungen gemacht, auch im internationalen Umfeld natürlich. Und weil wir ja hier in unserem Kreis einen Rechtsanwalt haben, bietet es sich natürlich wirklich perfekt an, mal zu fragen, wie ist es, eine Bank zu sein, die gerne in dem Kryptobereich ihren Kunden Bitcoin und so weiter anbieten möchte zum Kaufen. Was muss diese Bank tun? Ja, die kann ja nicht einfach eine Internetseite starten und sagen, so hier Bitcoin kaufen, Knopf zum Klicken ins Internet setzen, fertig, sondern das ist ja alles hochgradig BaFin reguliert. Da geht es um den Kauf von Tokens, dann die Abwicklung, Geldwäsche und so weiter und so fort. Vielleicht, Johannes, kannst du einfach mal loslegen, uns zu sagen, wie ist es, eine Bank zu sein, die das möchte? Ja, Philipp, wobei ich weiß, du kennst dich auch da gut aus in den Themen. Wir haben das ja in verschiedensten in die Projekten schon zusammen beraten oder zumindest waren da beide beratend irgendwie aktiv. Mache ich dann sehr gerne. Das ist in der Tat hier, was wir häufiger machen. Also wir beraten Banken und andere dann Unternehmen, die ihren Kunden irgendwelche dann Dienstleistungen dann rund um den Bitcoin oder um andere Kryptowährungen dann anbieten wollen. Ja, wie funktioniert sowas konkret? Also konkret läuft das so ab, dass so dann hier eine Anfrage reinkommt. Wir nehmen jetzt mal so dann hier eine Bank als Beispiel, weil du das aber auch gesagt hast. Und dann haben die sich ein konkretes Geschäftsmodell dann ausgedacht. Machen wir es mal ganz einfach. Die Bank bietet ihren Kunden mittlerweile an, dass sie in Wertpapiere investieren können. Irgendwie dann alle möglichen Wertpapiere, die es am Kapitalmarkt eben gibt, sofern das zulässig ist. Und sie will das aber dann hier so erweitern, weil sie häufig Anfragen bekommt von Kunden, die sagen, ich will auch in Bitcoin kaufen, ich will auch in Bitcoin investieren. Dann sagt natürlich der geneigte dann irgendwie Banker, der Geld verdienen will, oh, hier geht ein Geschäftsmodell an mir vorbei, weil wenn ich den jetzt nicht den Bitcoin verkaufe oder den Bitcoin dann liefere, dazu da komme ich dann gleich, dann macht es halt jemand dann anders. Dann bekommt man die Anfrage und dann schaut man sich an, wie sieht das konkrete Geschäftsmodell aus? Ich hatte jetzt als Beispiel genommen, Kunden wollen dann über die Bank, wollen den Bitcoin kaufen. Und dann prüft man einmal aktuell, was die Bank schon für Lizenzen hat. Eine Bank in Deutschland braucht für jede dann Dienstleistung, die sie Kunden anbieten will, braucht sie eine so dann hier Lizenz, wenn es ein dann reguliertes Geschäft ist. Ein ganz einfaches Beispiel, Kreditiergeschäft. Philipp, wenn du jetzt privat dann anfängst, dich dann Kredite in irgendeiner Art und Weise zu vergeben, machst du dich strafbar, weil du keine Genehmigung hast, Kredite zu vergeben. Das dürfen in Deutschland dann hier nur Banken. Damit will man eben die Verbraucher hier schützen, weil Philipp, wer weiß, wenn du anfängst, Kredite zu vergeben, ob du nicht vielleicht zu viele vergibst, ob du so überschuldet bist und so weiter und so fort. Also das ist ein riskantes Geschäft. Deswegen wird das eben hier reguliert und man darf das dann in Deutschland nur machen, wenn man die Genehmigung hat. Das ist aber nur eins von vielen Geschäften, das Kreditgeschäft. Dann zum Beispiel gibt es so dann die Anlageberatung. Wenn du deinen Kunden gewisse Finanzprodukte empfehlen willst, die sie kaufen wollen, brauchst du auch eine Genehmigung dafür. So, wie ist das jetzt im Kryptobereich? Es ist eigentlich im Kryptobereich zunächst mal gar nicht so anders, weil Kryptowerte sind mittlerweile im Kreditwesen Gesetz genauso reguliert wie andere Finanz, dann ja Instrumente, wie eine dann Aktie zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn du, Philipp, dann Anlageberatung machen willst in Bezug auf gewisse Krypto oder dann die Währung, du kennst dich am Markt gut aus. Du meinst, die einen Kryptowerte oder bestimmte dann Coins, die gehen hoch im Kurs, die sollte man kaufen und andere Coins, die gehen dann im Kurs runter. Da machst du Anlageberatung, ja, für deine Kunden. Du lässt dir das auch bezahlen. Und das dürfte eine Bank zum Beispiel schon machen, wenn sie die Genehmigung hat. Also dann hier wäre die Prüfung im Ergebnis, liebe Bank, ihr wollt das Geschäftsmodell machen mit Bitcoins. Und das könnt ihr einfach machen. Ihr braucht keine neue Genehmigung, weil ihr habt schon die Genehmigung für Anlageberatung. Jetzt ist es aber so, dass im Kryptobereich
also insbesondere das Kryptogedanke für Bargeschäft neu geschaffen wurde. Das heißt, was eine Bank hier dann hier unter ihren bestehenden Genehmigungen dann nicht machen hier darf aktuell, ist die Kryptos zu verwahren. Ja, dafür braucht sie eine neue Genehmigung von der BaFin. Die beantragt man dann, die dann hier durchläuft man so ein relativ komplexes hier Verfahren. Das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge dann irgendwie thematisieren, weil das jetzt hier zu weit führen würde. Und dann darf die Bank eben dieses Kryptoverwahrgeschäft betreiben. Ansonsten ist es aber so, und dann komme ich vielleicht jetzt mal mit der vor, dann ab, dann hier so Erklärung zum Schluss, dass sich die Bitcoins quasi wie Wertpapiere oder wie andere Finanzprodukte ganz normal in die bestehende dann Regulatorik dann einordnen. Ja, und ich genauso wie wenn ich für dann irgendwie dann Wertpapiere dann irgendwie so Empfehlungen mache oder Finanzportfolio verwalte, also ich verwalte für jemanden das Wertpapierdepot. Brauche ich genau die gleichen Genehmigungen, wie wenn ich für jemanden ein Kryptoportfolio verwalten würde. Ich hoffe, das hat die Frage jetzt so ein bisschen beantwortet. Ja, also eine kleine Nachfrage. Ja. Der Unterschied zwischen quasi den Bitcoin einfach nur anzubieten und zu verwahren und den Bitcoin zu handeln? Ja, genau, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Das ist was ganz anderes, ist eine komplett andere Finanzdienstleistung. Also wenn du den Bitcoin weiterverkaufst als Bank an Dritte, machst du dann eigenen Geschäft oder eigenen Handel. Dann versuchst du als Bank quasi den Bitcoin teuer weiter zu verkaufen. Oder wenn du nur Kundenaufträge an der Börse dann ausführst, machst du Finanz- und dann Kommissionsgeschäft. Das ist aber auch eine andere regulierte dann Dienstleistung. Die Verwahrung, also die reine Verwahrung, wenn man sonst gar nichts anderes macht in einem Geschäftsmodell, wie dem Private und dann Key zu verwahren als Bank, dann macht man nur Krypto, dann Verwahrgeschäft. Und häufig ist es aber so, dass die Geschäftsmodelle, die die Banken anbieten, mehrere Finanzdienstleistungen berühren, ja, und man für ein Geschäftsmodell dann eben die Krypto-Verwahrlizenz braucht, die Lizenz für die Anlageberatung braucht und die Lizenz für Finanz- irgendwie Kommissionsgeschäft benötigt. Ja, okay, spannend. Und was ist, wenn später zum Beispiel die Bank dann den Bitcoin auf einem Wallet und weiter anbietet und dann kommt quasi ein Bitcoin von außen in die Bank rein überwiesen, weil das soll auf mein Wallet drauf, ja. Muss die Bank dann eine Geldwäscheanalyse des Bitcoins vornehmen? Das fände ich noch eine ganz spannende Frage. Und ab welchem Betrag, ist es nicht 1.000 Euro, ab welchem Betrag muss sie quasi besondere Vorkehrungen treffen, dass die Transaktionspartner identifiziert sind? Und gilt es quasi ebenfalls in dieser Schärfe auch für kleine Werte, wie zum Beispiel 5 Euro? Ja, das sind jetzt, das sind jetzt Spezialfragen, die sich mit der Geldwäsche beschäftigen. Die Grenze sind, glaube ich, dann 10.000, aber da bin ich mir aktuell auch nicht dann irgendwie sicher, wo man als Bank nochmal die vermehrte Nachforschungspflichten hat. Die Bank ist die grundsätzlich mal, aber ich mache das jetzt hier, wie gesagt, nicht ja, ganz schnell, weil ansonsten ist mir das nicht zu heiß, weil das ist auch ein schwieriges Thema ist. Die Bank ist grundsätzlich mal genauso verpflichtet, wie du sagst. Wenn da Gelder eingehen, den Kunden zu identifizieren oder denjenigen, der die Gelder wieder einbezahlt hat. Häufig geht das automatisch, wenn ich ein Konto habe, weil wenn ich von der Commerzbank was überweise, an die Deutsche Bank, dann sieht die Deutsche Bank, okay, das kommt von der Commerzbank, von dem und dem Konto, der ist zugeordnet. Ja. Du sprichst natürlich das Thema zu Recht im Kryptobereich an, weil da ist es so einfach nicht. Wenn die Deutsche Bank jetzt mein Wallet führt im Rahmen ihres Krypto-Verwahrsgeschäfts und du willst mir von deinem Wallet, was vielleicht gar nicht von einer Bank geführt wird oder von einem Kryptoverwahrer geführt wird, wie was du quasi privat auf der Blockchain führst, wenn man das mal hier so sagt, mir den Bitcoin überweist, dann weiß die Bank ja, dann kennt sie zwar den Public Key von der Wallet, wo das Geld herkommt, ja, aber sie weiß ja nicht, dass die Wallet dann dir gehört, ja, und das ist natürlich in dem Bereich ein ganz virulentes Thema, deswegen ist der Bitcoin auch im Verruf so häufiger mal für Geldwäschevorgänge benutzt zu werden, weil da eben die Zuordnung von demjenigen, der das Geld überweist oder transferiert, natürlich schwieriger ist, als wenn ich das in einem bestehenden Bankensystem mache.
Ja, ich weiß, dass es daran, also dass es dann an dieser Kritik am Bitcoin oder an Kryptowährung, da gibt es wieder viel Gegenkritik. Ja, deswegen halte ich mich da auch zurück, dass ich da nicht in so ein Wespennest stoße. Es gibt dann immer die Leute, die sagen, das ist überhaupt totaler irgendwie Schwachsinn. Noch nie ist ein Bitcoin oder eine Kryptowährung für irgendwelche kriminellen Geschäfte eingesetzt worden. Hier dann, wie kommt man überhaupt nur darauf? Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das stimmt. Ja. Aber ja, das ist ein Riesenthema und das ist, wie du auch hier nachgefragt hast, für die Banken so, die müssen sich ein Konzept überlegen, wie sie diese Geldwäscheverpflichtungen dann so erfüllen und wie sie quasi rausfinden, von wem die Kryptowährungen da dann einbezahlt werden. Ja, ja, also ich wiederhole es nochmal und wie wenn ich dein Student wäre und du sagst mir, ob ich das jetzt komplett falsch verstanden habe. Also, ich bin die Bank und bei mir gehen jetzt quasi im Namen meines Kunden gehen jetzt zum Beispiel 1,0 Bitcoin ein, also das sind so 40.000, 42.000 US-Dollar so als Gegenwert. Ja, das kommt an und damit mit 42.000 US-Dollar kann man schon annehmen, dass welche, was auch immer da für eine Grenze eingezogen ist im Gesetz, die ist überschritten, weil 42.000 ist schon ordentlich. Ja, das heißt, es ist nichts Geringwertiges mehr. Das heißt, dann bin ich quasi als Bank, weil ich ja die Lizenz habe, die möchte ich nicht verlieren. Deswegen bin ich gezwungen, mir jetzt anzuschauen, okay, wo kommt jetzt der Bitcoin exakt her? Dann schaue ich mir an, von welcher Wallet-Adresse geht er weg? Also von welcher Public-Adresse geht er weg? Da kann ich mir dann verschiedene Analyse-Tools holen. Da gibt es Scorechain aus Luxemburg, dann gibt es Chainalysis und so weiter und so fort. Dann kriege ich quasi so eine Risikoeinschätzung von dieser Wallet-Adresse und das kann schon mal helfen, ob da jetzt die Ampel rot oder ob die grün ist. Und trotzdem bin ich heute schon oder vielleicht auch erst in Zukunft als Bank verpflichtet, dann nachzuforschen, wer hat mir denn das eigentlich überwiesen. Das heißt, ich muss dann eigentlich meinen Kunden, der bei mir als Bank Kunde ist, ich muss bei meinem Kunden nachfragen, woher kam denn das Geld, weil ich sehe es dem Netzwerk ja nicht an, ich sehe ja nur eine wilde Adresse. Das heißt, ich muss meinen Kunden fragen, muss auf dem vertrauen, dass er auch die richtigen Informationen gibt, woher jetzt diese 42.000 US-Dollar kamen, ob die quasi aus sauberen Verhältnissen kamen oder ob das irgendwelches gehacktes oder Geld oder Finanzmittel aus Betrügereien entsteht. Und dann würde ich quasi von meinem Kunden ermessen und erfahren können, was da der Ursprung des Geldes ist. Und dann würde ich es quasi einbuchen oder ich würde es zurückschicken. So ungefähr. Genau, du nimmst es gar nicht dann an, das Geld. Also das darf dann quasi gar nicht auf das dann Wallet transferiert werden. Du hast jetzt ein Beispiel gebracht, auch zu Recht, wie man rausfinden kann, von wem das Geld kommt, indem man einfach den Kunden fragt, indem man sagt, naja, Philipp, du wirst ja wohl dann wissen, wenn dir einer so viel Geld transferiert in Kryptos. Das macht ja nicht irgendwie einfach so. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn du eine große Firma wärst, die sich nur in Kryptos bezahlen irgendwie lässt, dann kannst du das vielleicht nicht immer genau sicher sagen, warum da jetzt eine Transaktion nicht stattgefunden hat. Dann gibt es natürlich für die Banken auch dann andere irgendwie Tools, ja, wie man hier versuchen kann, nicht zuzuordnen, von wem das Geld kommt. Ja, es ist nur so, und da kennst du dich dann besser aus als ich, dass es natürlich dann hier in der Blockchain habe ich eben nur den Public Key oder die Adresse halt, aber das ist ein Zahlencode, der sagt zunächst mal nichts, ja, und kann da nicht dann nachvollziehen, von wem das Geld kommt. Und aktuell ist, weil du das ja auch gefragt hast, es gibt die Kryptotransferverordnung, da wird jetzt nochmal viel dann ja irgendwie so dann nachgestellt und dann hier so nachgeschärft, wer da alles verpflichtet ist für die KYC-Prozesse. Die Banken, die müssen hier aber heutzutage schon, deswegen hier machen es ja viele Banken auch nicht. Du kannst nicht zu so vielen Banken gehen und dann Bitcoins verwahren lassen. Du kannst ja mal bei der Commerzbank fragen, ich weiß nicht, wo du bist, hier Philipp, oder bei der Deutschen Bank. Bei der Sparkasse. Bei der Sparkasse, die haben es ja jetzt zumindest mal, gab es Pressemitteilungen, ja, ich bin bei der Volksbank, gab es Pressemitteilungen, aber da wissen wir auch nicht genau, was da jetzt dahinter steht. Aber das ist ein hier ganz, ja, ganz großer, dann ist hier dann ja so im Hemmschuh in diesem Thema, dass die Banken halt den wirtschaftlichen Berechtigten, der im Hintergrund steht, dann so identifizieren müssen, weil die Geldwäschevorgaben relativ streng sind. Und ich meine, diese Geldwäsche-Regulierung, die ist streng, aber die hat natürlich eine wichtige Funktion. Ja, weil natürlich dadurch, dass du diese Geldquellen kontrollierst, ja, du natürlich schon viele kriminelle Handlungen sehr schwer machst. Ja,
Ja, aber das ist ein ganz großes Problem und das ist auch eines der Hauptprobleme, warum viele Banken das nicht anbieten. Und ich kann dir dann auch noch berichten, dann so Insights, die BaFin lehnt aktuell dann die Lizenzen für Krypto-Verwahrgeschäfte dann so ab mit dem Hinweis, ihr könnt die Geldwäsche hier nicht irgendwie sicherstellen. Wir glauben euch nicht, liebes Unternehmen, hier ABC, dass ihr solche Funktionen hier in place habt, dass ihr diese ganzen geldwäscherechtlichen Pflichten, die euch treffen, für diese Kryptotransaktionen hier erfüllen könnt. Und das ist schon neu, weil die BaFin, die lehnt nicht hier sehr viele KWG-Lizenzen ab. Wenn du jetzt Anlageberatung machen willst, Philipp, und ein kleines dann Unternehmen irgendwo hinstellst in München, ja, und dann bist es und da gewisse finanzielle hier so Ressourcen hat, ja, dann kriegst du in der Regel die Genehmigung dafür, ja, wenn du dich gut beraten lässt. Aber die BaFin ist jetzt in diesem Krypto-Bereich extrem geldwäscheempfindlich. Und das, wie gesagt, ich will da keine Meinung hier abgeben, ob das zu Recht ist oder zu Unrecht ist, aber das eben durch die ganzen presslichen Mitteilungen hier geschuldet, dass Bitcoins oder andere Kryptowährungen eben häufig für problematische Zwecke eingesetzt werden. Wie okay, siehst du das denn, sagst, Philipp? So, also das kannst du mir sogar vielleicht mal beantworten, dann gebe ich mal eine Frage zurück, weil ich bin da ehrlich gesagt nicht so tief drin. Hier, ist es denn wirklich so, dass diese Transaktionen von, nehmen wir mal dann irgendwie Bitcoin, damit wir es konkret machen, dann ja so anonym stattfinden? Weil ich höre da auch immer verschiedene Sachen. Also, ich schau mal, also guck mal, wenn jemand Geld bezahlt, also niemand schickt einfach irgendwie Geld durch die gesamte Gegend. Also mein, warum sollte man das tun? Du brauchst ja eigentlich immer einen Grund, warum du Geld bekommst. Warum sollte man mir jemand Geld schicken? Also das, ich brauche ja einen Grund. Entweder ist es ein Kaufvertrag oder potenziell ein Sponsoring-Vertrag. Ja, entweder ist es so dann ein legaler Grund oder ja, ein Grund, der auch dann nicht legal ist. Ja. Richtig. Und sobald, genau, und wenn eben ein legaler Grund da ist, dann gibt es auch so eine Art Vertrag, entweder schriftlich oder mündlich. Und dann weiß ich ja auch als Empfänger, dass ich Geld bekomme. Also ich finde die Regeln, so wie sie sind, eigentlich okay. Warum soll man anonyme Einzahlungen ermöglichen? Das ist schon in Ordnung. Mein, gut, logistisch und technisch ist es schon ein ganz komplexes Ding für die Banken und wie du gesagt hast, für die Verwahrungsanbieter. Aber wenn, also ich kann den Staat hier schon nachvollziehen, dass er sowas verlangt. Ja, ansonsten würden einfach, warum auch nicht? Also wenn ich Geld bekomme, muss ich ja wissen, woher kommt es. Also ist es der Arbeitgeber oder bist du es, Johannes, oder der Simon? Also ja, du hast witzigerweise keine Nachforschungspflichten als Privatperson. Also wenn ich dir jetzt einfach deinen Geldbetrag überweise auf dein Konto, bist du nicht verpflichtet, bei mir nachzufragen. Ach, das ist interessant. Johannes, das heißt, warum hast du mir das überwiesen oder so? Also dich treffen die Pflichten nicht. Das heißt, wenn ich als Privatmensch Geld bekomme, dann muss ich nicht. Genau, kannst du es behalten, ja. Kann ich, okay, und wenn ich eine Firma bin, also eine GmbH zum Beispiel, also jetzt unsere Hochschule, ja. Unsere Hochschule ist eine gemeinnützige GmbH, also eine Firma, aber natürlich nicht lizenziert als Bank, ja, logisch. Wie sind meine Pflichten als inkorporierte Firma? Die haben grundsätzlich sind die keine geldwäscherechtlichen Verpflichteten. Ich hoffe, ich lehne mich jetzt hier nicht zu weit aus dem Fenster. Aber ihr müsst zum Beispiel nicht überprüfen, wer jetzt dann die Studiengebühren bezahlt oder wo die Gelder herkommen von den Studiengebühren. Ich meine, in der Regel ist es mit, also sind die Informationen natürlich hier dann mit vorhanden. Ja, aber wenn hier die Frankfurt School jetzt besonders innovativ sein wollen würde und die Studiengebühren auch in Kryptos nimmt, wäre das zulässig. Ja, also mein, das ist ganz interessant, dass du sagst, weil wir haben das genau vor Weihnachten ausdiskutiert und du magst recht haben. Allerdings hatten wir halt dann mit einem speziellen Dienstleister gesprochen und der wiederum braucht natürlich die Lizenz, ja, weil er von uns beauftragt würde. Und dadurch, dass er die Lizenz braucht, muss er wiederum diese Nachforschungen anstellen. Das ist richtig. Das ist nämlich dann erlaubnispflichtiges Geschäft. Gibt vielleicht, genau, weil der für euch ja gewisse Zahlungen anbietet oder durchführt, ja. Ja, spannend. Ja, also das ist wirklich interessant und die Grenze, die mag, also ich kenne die Grenze nicht, also gibt es quasi so eine Art geringfügige Tätigkeit, dass wenn irgendwie 5 Euro eingehen oder sowas? Es gibt gesteigerte Pflichten, wenn die Beträge, also Pflichten gibt es also immer, ja, nur es gibt nochmal gesteigerte dann die Nachforschungspflichten, wenn gewisse Beträge
überschritten werden. Ich kann es zum Beispiel ganz plastisch machen, wenn du zum Beispiel, du Philipp hast bei, du hast gesagt, bei der Sparkasse ein Konto und du gehst mit einem Bargeldkoffer dahin, mit 1 Million Bargeld und sagst, hier 1 Million, zahlt die auf mein Konto ein. Das machen die nicht, die forschen nach. Du musst denen sagen, wo kommt die Million in dein Bargeld her, ja. Wenn du 10 Euro bei deiner Sparkasse einbezahlst, weil du die gerade im Portemonnaie hast oder irgendwie so 200, weil du was zu Weihnachten bekommen hast oder so und das Geld lieber auf dem Konto willst, dann fragen die natürlich dann irgendwie nicht nach. Dann kannst du auch einfach an den Automaten gehen und das da einbezahlen, ja. Aber du hast eben umso höher der Betrag. Wie gesagt, die genauen Grenzen kenne ich auch nicht. Hast du gesteigerte Pflichten als Bank? Ja, sehr interessant. Und wo sind die Grenzen so ungefähr? Sind die bei Ich meine hier, Daniel, also dass eine Grenze dann 10.000 wäre, aber ich will mich hier, wie gesagt, als Jurist mit konkreten Aussagen immer zurückhalten, weil mir dann irgendein Kollege wieder dann eine Mail schreibt, in der mehr oder weniger drinsteht, nee, ist doch nicht richtig, ja. Genau, dann lassen wir uns einfach mal im Wagen. Aber wir wissen jetzt, dass so plus minus diese Beträge hier angesetzt sind vom Gesetzgeber. Und die Krypto-Verwahrgesellschaften, die gerne die Lizenz hätten, die möglicherweise aber nicht bekommen von der BaFin. Was sind das für Firmen? Hast du da einen Verdacht? Sind das Firmen aus dem Inland, aus dem Ausland? Sind das kleine oder große? Sind das technisch versierte Startups oder sind das große Banken, die mit Blockchain noch so ein bisschen Berührungsängste haben? Hast du da einen Verdacht? Häuft sich das? Ich habe nicht nur einen Verdacht, ich weiß es sogar hier ganz genau, darf ich aber nicht sagen, ohne die Zulassung zu verlieren. Ich kann dir aber sagen, das sind keine so dann dodgy Firmen aus dem irgendwie Ausland oder dann hier in Deutschland so ein kleines Start-up, sondern das sind teilweise dann hier so wirklich dann hier Firmen, die schon eine Bankgenehmigung haben, denen man aber, also die ja die Lizenz haben für das Bankgeschäft, denen man aber trotzdem dann nicht zutraut, die Geldwäsche in Bezug auf diese kryptospezifischen Themen zu machen. Also man traut den Banken schon allgemein zu, sonst wären sie ja keine Bank, die Geldwäschepflichten zu erfüllen. Aber halt nicht im Kryptobereich. Und dann schickt die Leute mal zu uns. Wir sind ja eine Hochschule, wir helfen den Leuten, bilden die aus und dann können sie ein Jahr lang später... Ja, aber da ist die BaFin wirklich, das ist nicht... Also da muss ich dir einmal widersprechen, auch wenn ich das irgendwie ungern mache. Die BaFin sagt nicht, ihr habt nicht das sondern die Know-how. Die BaFin sagt wirklich konkret, zeigt mir genau die Prozesse, die ihr habt. Ah. Also das ist nicht mit, also jetzt nicht, so dann jetzt nicht irgendwie so negativ gemeint, ich mache das ja auch oder so, dann, aber du kannst die Leute schulen bis zum, hier geht nicht mehr. Die können jeder Blockchain-Fortbildung besuchen, die es gibt. Ja, das würde auch da helfen, aber die BaFin will konkret den Prozess wissen. Ich will konkret wissen, wenn da eigentlich Bitcoin eingeht, wie wisst ihr sofort hier dann hier irgendwie zu, wo der herkommt und wie stellt ihr dann sicher, dass das auch nicht zu manipulieren ist. Und dann muss die BaFin auch noch dran glauben, dass der Prozess funktioniert. Und wenn sie das mit eigentlich nicht macht, dann gibt es keine Lizenz. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Das war ein sehr hartes Schlusswort. Ja. Aber du bist ja nicht die BaFin, sondern du hast dir nur das wiedergegeben. Ich gebe es nur weiter, ja. Mit dieser Deutlichkeit, mit der die BaFin hier agiert. Sehr spannend. War vielleicht ein bisschen rechtstechnisch jetzt heute. Vielleicht hat auch nicht jeder durchgehalten bis zum Ende, aber war trotzdem sicherlich mal spannend, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Ist ja auch erforderlich, ist ja auch alles nicht komplett trivial, mit was wir uns hier beschäftigen. Gut, dann wünsche ich dir und allen Hörern da noch einen wunderbaren Tag und bis bald.